Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Wir haben heute mal den ersten Schultag nach den Sommerferien. Bei uns in Bayern haben wir den immer erst am Dienstag. Es ist soweit. Jetzt zeige ich euch noch mein Outfit. Das ist immer mein Outfit. Ich habe einmal dieses lange Shirt von Gina Tricot an. Und dann noch die Hose, die ist auch von Gina Tricot. Dazu ziehe ich noch diesen blauen kurzen Mantel einfach an. Noch eine Tasche, die steht hier. Auf jeden Fall, mein Zimmer ist sehr unordentlich für meine Verhältnisse, aber ich schaffe das jetzt nicht mehr aufzuräumen. Deshalb müssen wir das machen, wenn wir wieder da sind. Ich bin unglaublich müde, aber es geht jetzt in die Schule. Ich habe mich doch für diese Jacke entschieden, weil die passt viel besser zu meiner Tasche. Ich habe jetzt noch einen Regenschirm dabei, weil es soll heute regnen. Ich habe mich gerade schon Bett fertig gemacht. Ich habe mich den ganzen Tag gar nicht gemeldet nach der Schule, weil ich war so fertig von Schule. Es war ja der erste Tag und es ging auch nur bis 11.30 Uhr. Ich war danach durch. Ich lag die ganze Zeit nur im Bett und habe meine Serie geguckt. Wir haben jetzt 22 Uhr. Ich habe mich schon meine Haare für morgen vorbereitet. Und wir machen jetzt noch eine Amazon-Bestellung, weil ich brauche so Workbooks, eine neue Handyhülle. Das war's eigentlich. Ich habe meinen iPad-Hintergrund so schön gemacht. Ich liebe das. Wow. Auf jeden Fall habe ich vorher so eine neue Serie angefangen. Ich schreibe euch auf jeden Fall hin, ob ich die mag. Bis jetzt finde ich sie eigentlich ganz cool. Es geht so um Immobilienmakler. Keine Ahnung. Irgendwie mag ich das. Aber wir gehen jetzt mal auf Amazon. Ich habe jetzt hier einmal diese Sachen rausgesucht. Ich muss mir dieses Sparmischof bestellen. Dann habe ich Panzerglas. Guten Morgen. Ich habe mich gerade schon einmal fertig gemacht. Das ist mein heutiges Outfit. Ich habe einfach diesen Pullover, dann diese Bootcut-Jeans, die hatte ich gestern schon an. Und dazu meine Nuschung. Und dazu ziehe ich Adidas Spezial an. Ich bin gerade in der Schule, in den Toiletten, bei der Sporthalle. Wir haben jetzt gleich Sport, aber ich kann noch nicht mitmachen, wegen meinem Muskelfaserriss. Und ich muss erst mit meinem Arzt klären, ob ich überhaupt mitmachen darf dieses Jahr. Weil ich durfte letztes Jahr nicht. Auf jeden Fall, irgendwie, ich habe so Kopfschmerzen. Ich habe den Künstler auch nicht geschlafen, aber fast geschlafen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es ganz komisch und ich friere richtig dolle. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich gerade krank werde. Aber ich probiere jetzt noch den Schultag durchzuziehen, um mich nicht abzumelden. Ich habe heute einfach wieder mein Pullover an. Ich hatte das so lange nicht mehr an. Aber ich habe voll viele Charms meinen Freundinnen ausgeliehen. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe mich so gefreut, weil die Putzfrau einfach da war und ich hatte es ganz vergessen. Jetzt ist mein Zimmer so richtig clean geputzt. Das freut mich gerade sehr. Schule war sehr anstrengend, aber ich habe es geschafft. Und ich bin jetzt zu Hause. Auf jeden Fall bearbeite ich jetzt noch ein Thumbnail und dann ein Video. Weil ich muss noch keine Schulsachen machen. Wir haben jetzt noch keine Hausaufgaben oder so auf. Ich habe mich jetzt gerade einmal abgeschminkt und nur noch mal meine Lippen gemacht. Weil ich muss jetzt zu Rewe ein paar Sachen besorgen. Ich mag mir einen Matcha machen und dafür brauche ich Kokosmilch. Und wir haben gerade nur Mandelmilch da und ich mag es mit Kokosmilch probieren und normale Milch, aber ich vertrage keine Laktose. Auf jeden Fall, sonst wollte ich noch meinen Joghurt nachkaufen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich los. Es regnet nämlich gerade nicht, es hat vorher geregnet. Ich bin irgendwie so fertig, aber auch irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, wahrscheinlich nicht. Es ergibt auch gar keinen Sinn. So ein Judge, Leute, aber immer, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich meine Jeans aus. Vor allem, wenn es so eine Bootcut ist, weil ich finde das ein bisschen unangenehm dann. Ich chill dann in meiner Unterhose. Lasst mich. Okay, wir können jetzt los. Ich habe mir eine Jogginghose drüber gezogen. Mein Outfit schaut katastrophal so aus. Like, what the fuck? Egal, wir gehen jetzt schnell. Und ich habe so ein TikTok gesehen, dass jetzt Axe Season wieder back ist. Und ich freue mich so dolle. Ich liebe diese Schuhe. Jetzt gerade einen kleinen Joghurt mit Himbeeren gemacht. Das ist jetzt meine Serie, weil ich bin echt fertig und ich würde gerade gerne ins Gym gehen, aber ich darf ich noch nicht wegen meinem Muskelfaserriss. Keine Ahnung, es nervt mich gerade richtig und deshalb probiere ich jetzt einfach ein bisschen abzuschalten. Bitte ignoriert meine Haare, aber ich dachte, wir suchen jetzt mal ein Outfit für morgen raus und tun meine Tasche packen, weil es ist mein Paket angekommen. Ich habe nämlich noch zwei Sachen bestellt für die Schule. Und zwar von Sustainagrene. Oh, zieht ihr das? Das ist so schön. Ich habe einmal diese Mappe einfach bestellt. Und dann so einen Ringordner. Ich finde es richtig toll. Ich drehe jetzt schon einen TikTok, what's in my bag. Und danach wollte ich so ein
Zopf ausprobieren, den ich morgen machen möchte. Da nehme ich euch dann auch auf jeden Fall mit. Ich probiere jetzt einmal diesen French Braid zu machen, weil ich wollte ihn morgen machen. Aber ich habe das noch nie selber gemacht. Man macht das sonst immer meine Mom. Weil ich habe früher so viel so Zöpfe getragen. Die hat mir immer meine Mutter gemacht. Aber ich weiß nicht, ob die morgen früh Zeit hat, um mit denen zu machen. Da probiere ich das jetzt einfach. Also ich habe jetzt einmal diesen Zopf gemacht. Es schaut schrecklich aus irgendwie. Keine Ahnung, ich schaue, dass ich meine Mutter morgen frage. Also, das ist ja von hinten. Ich habe jetzt gerade einmal eine Maske aufgemacht. Ist so schrecklich damit aus. Ich weiß nicht, für alle immer so gut ist mit Masken. Ich mache mir jetzt schnell einen Matcha. Ich habe mir jetzt einmal den Matcha gemacht. Und ich würde sagen, wir probieren den jetzt mal. Der ist richtig lecker. Ich mache jetzt gleich meine Maske ab. Aber ich glaube, die braucht noch ein bisschen. Dann mache ich noch Gua Sha. Und mit diesem Ding. Dann mache ich auch schon meine Skincare. Ich habe jetzt eine neue Fahrkarte bekommen. Und irgendwie haben wir auch einen neuen Schülerausweis bekommen. Und der ist jetzt irgendwie auf Papier. Das fuckt mich richtig ab, weil da fragt mir so eine Karte. Wir müssen jetzt ein Bild einkleben und auch auf die Fahrkarte. Und Leute, ich habe nur das alte Bild gefunden. Seht ihr das? Es ist schrecklich. Aber wir benutzen es jetzt einfach. Weil ich habe jetzt auch keine Lust, irgendwie was Neues machen zu gehen. Mein Matcha ist leer. Ich habe die Bilder jetzt eingeklebt. Das schaut schrecklich aus. Wir machen jetzt die Maske ab, weil... Oh, es ist noch richtig glänzig. Ich schmeiße es schnell in den Müll. Ich mussiere das jetzt einmal so ein bisschen mit meiner Haut ein. Das war übrigens so eine Erdbeerextraktmaske, die so glowy Gesicht oder so geben soll. Guten Morgen. Ich muss mich echt ein bisschen beeilen. Sage ich euch, wie es ist. Ich muss gleich los. Ich muss mich noch schminken. Ich habe jetzt diesen Zopf wieder gemacht. Irgendwie, es schaut scheiße aus. Aber es ist mir gerade irgendwie auch egal. Weil ich habe jetzt echt keine Zeit, mit meiner Mom zu fragen, ob die mir den machen kann. Deshalb gehe ich jetzt einfach mit dem hier in die Schule. Heute lerne ich meinen Physiklehrer kennen und meinen Biolehrer. Ich mache mich jetzt schnell fertig und dann sehen wir uns. Ich habe mich jetzt einmal schon fertig gemacht. Das Licht ist gerade super, super schlecht. Mein Zopf schaut gerade katastrophal aus. Egal. Ich muss jetzt noch Parfüm dran machen. Ich nehme jetzt heute das hier einfach. Und ein Body Spray. Und dann müssen wir auch schon los. Ich zeige euch noch schon mein Outfit. Das ist einmal mein Outfit. Dieser Pulli von H&M. Diese Hose von Naked Axe. Und die Tasche. Zurück von der Schule, das war richtig anstrengend. Ich hatte ja Doppelstunde Physik und Doppelstunde Mathe. Aber am Ende, die letzte Stunde Mathe ging voll klar. Da musste ich so viel lachen, weil Dana war so lustig heute. Wow, ich kann nicht. Ist gerade gegangen und ich setze mich jetzt einmal schnell an die Hausaufgaben, damit ich das hinter mir habe. Ich muss Mathe machen, Französisch machen und Physik machen. Ich war gerade live auf TikTok, weil mir war so langweilig. Ich habe meine Serie geguckt und dann irgendwie hatte ich Motivation, irgendwas zu machen. Dann wollte ich was mit meinen Freunden machen und alle hatten keine Zeit. Deshalb bin ich stattdessen kurz live auf TikTok gegangen und habe einfach ein bisschen gequatscht. Ich war gerade einmal duschen und habe mir meine Haare gewaschen. Hab mir jetzt auch schon einfach meinen Schlafanzug angezogen. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 Uhr circa, kurz vor 20 Uhr. Und ich bin gerade beim Überlegen, was ich mache. Aber ich glaube, ich schneide einfach ein paar Videos. Weil irgendwie, keine Ahnung, ich habe heute gar keine Motivation, sowas Richtiges zu machen. Aber ich möchte irgendwie produktiv sein. Und so für die Schule muss ich nichts mehr machen. Da habe ich jetzt schon alles gemacht. Ich habe jetzt auch mit Duolingo wieder angefangen und lerne jetzt wieder ein bisschen Italienisch. Ich konnte das eine Zeit lang mal ein bisschen... Habe ich das auch über Duolingo gehabt, aber irgendwie gerade habe ich Lust, das wieder neu zu lernen. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen und ansonsten schneide ich Video und schaue meine Serie. Ich schaue gerade unfassbar tot aus und lag auch schon die ganze Zeit im Bett. Jetzt sind meine Haare aber trocken genug, dass ich die noch in die Nägel wickeln kann. Ich muss morgen erst zur dritten Stunde in die Schule. Das ist eigentlich echt praktisch. Und dann kann ich ein bisschen länger schlafen,
Also, aber auch nur ein bisschen, weil ich muss erstens meiner Schwester morgen früh die Haare noch machen. Und deshalb weckt sie mich dafür. Das ist ein bisschen kacke. Aber ich mache es gerne, wenn sie es will. Ich schaue jetzt einfach heute noch meine Serie. Ich schaue zurzeit Selling Sunsets. Das ist so eine, ja, Immobilienserie, wo so viel um Immobilien und Immobilienmakler und so in Hollywood geht und in L.A. einfach insgesamt, weil ich mich für Immobilien ein bisschen interessiere. Jetzt auch nicht nur Immobilien, sondern da ist auch so ein paar andere Sachen noch dazu und das ist eigentlich echt ganz cool und echt entspannend. Und währenddessen lerne ich immer ein bisschen Vokabeln oder mache irgendwie Duolingo oder so. Ich mache jetzt einfach noch schön meine Haare und dann ist auch der Vlog, glaube ich, zu Ende. Wir hören uns dann auf jeden Fall im nächsten Vlog. Ich hoffe, der Vlog hat euch auf jeden Fall gefallen. Ihr könnt mir auch gerne auf meinen anderen Kanälen folgen, also bei TikTok und bei Instagram. Da bin ich in letzter Zeit auch relativ aktiv. Ich probiere in letzter Zeit irgendwie voll aktiv zu sein. Und es klappt eigentlich echt gut. Naja, auf jeden Fall, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über ein Abo und ein Like freuen, falls euch das Video gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, Kommentare lese ich hier immer durch eigentlich. Ich mache jetzt irgendwie noch ein bisschen schaumfestiger in meine Haare, damit das ein bisschen länger hält morgen. Und ansonsten gehe ich jetzt schlafen. Ich habe euch ganz doll lieb. Bis zum nächsten Mal.